aufgeregt. Die anderen beiden gehen bitte Schritt am längstmöglichen Zügel. Und Lisa, du gehst am besten auf den Zirkel und versuchst mal von dem einen Zirkel zum nächsten Zirkel erstmal so ein bisschen ganz ruhig zu traben, dass sie so ein bisschen sich hier im Trab erstmal entspannt. Manche kommen ganz gelassen rein, manche sind so ein bisschen verspannter am Anfang. Und da sind wir auch schon gleich bei dem Thema. Wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich das Ziel der Ausbildung und wie kommen wir dahin, dann habe ich immer einen. So, wir gucken mal, versuch mal auf beiden Händen, klopf mal schön. Dann habe ich immer einen Satz im Ohr und das ist der Satz von meinem Vater, der gesagt hat, gute Pferde werden gemacht. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie machen wir die guten Pferde? Was ist eigentlich das Ziel der Ausbildung? Wir wollen Pferde haben, die motiviert sind, die wirklich leichtfüßig und fein an den Hilfen des Reiters stehen. Reiter, die mit möglichst unsichtbaren Hilfen, also für uns Zuschauer unsichtbar, mit den Pferden kommunizieren können und die dann eben auch strahlen und langfristig im Sport, hoffentlich noch bis 16, 17-jährig, wirklich auch im Topsport gesund bleiben können. Er hat immer gesagt, durch die Ausbildung wollen wir versuchen, die Pferde gesünder und schöner zu machen und strahlen zu lassen. Und dafür brauchen wir viel Zeit und viel Geduld. Und haben immer im Hinterkopf, dass es diesen roten Faden gibt. Der rote Faden, das sind die Grundsätze der klassischen Ausbildung. Wenn wir 10 Pferde haben, wir haben heute Abend sogar 12, müssen wir aber immer darauf eingehen, dass wir auch 10 unterschiedliche Pferde haben. Vom Temperament, das sehen wir gerade hier, die eine ist temperamentvoller und braucht erstmal ein bisschen Trab und Galopp, um zu sich zu kommen. Vom Körperbau, vom Talent, von den Möglichkeiten. Und wir müssen immer suchen, wo sind die Stärken, wie können wir die am besten fordern und wo können wir sie auf den richtigen Weg begleiten. Was für alle Pferde gleich ist, da war schon das erste Schnauben, das erfreut mich sehr. Das ist nämlich ein Zeichen der Losgelassenheit, weil wir natürlich im Hinterkopf haben, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, das sind die ersten 3 Punkte der Skala. Und damit fangen wir an. Wir fangen immer an mit der Lösungsphase. Das ist die Phase, die ist für alle Pferde gleich. Ob es das Grand Prix-Pferd ist, ob es das Buschpferd ist, das 4-jährige junge Pferd, nur wenn das Pferd voll gelöst ist und wirklich am Ende der Lösungsphase die Zügel aus der Hand kauen lässt, dann können wir anfangen, in die Arbeitsphase überzugehen. Egal, ob wir danach Dressurlektionen uns erarbeiten wollen, ein bisschen springen, ein bisschen ins Gelände gehen. Deshalb möchte ich euch bitten, mit der Lösungsphase im Schritt schon mal zu zeigen, was die Pferde für einen. Trab ruhig noch einen Moment, Lisa. Ich glaube, die brauchen noch einen Moment. Du kannst ruhig noch mal mit weiter traben. Trab noch mal einen Moment. Ich glaube, die lassen wir noch mal einen Moment im Trab und im Galopp. Und die anderen beiden, die sehr gelassen schreiten, uns schon einen guten Schritt zeigen, da können wir die ersten 10 Minuten auch nutzen, indem wir über Cavaletti die Pferde schreiten lassen. Die Schritt-Cavaletti mit dem jungen Pferd baut man schrittweise auf, dass man sagt, erst ein Cavaletti, dann 2, dann 3, dann 4. Und ich würde dich jetzt bitten, Pia und Luana, dass ihr jetzt schon mal abwendet und erstmal über ein Cavaletti schreitet. Mit Pia habe ich schon gesprochen und habe gefragt, bist du sicher, dass ich dich als Führpferd nutzen kann? Weil normalerweise sagt man mit dem jungen Pferd, das sind ja alles 3-4-Jährige, brauchen wir ein erfahrenes Führpferd vorweg. Aber ich weiß, dass du das schon geübt hast. Genau das brauchen wir. Wir wollen nämlich, dass das Pferd sich vorwärts, abwärts dehnt. Oh, sehr aufmerksam. Auch um eins muss ich Sie noch bitten. Den Applaus, den heben wir uns immer auf für danach. Zwischendurch haben wir bestimmt mal den einen oder anderen Moment, wo wir sagen, oh, jetzt müssen wir spontan einfach Beifall klatschen. Aber gerade mit den 4-Jährigen müssen wir erstmal versuchen, so ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Dann machen wir das ein. Und ihr bleibt ruhig so auf so einem großen Zirkel. Wendet aber gerade ab, denn wenn die Pferde, wenn die Cavaletti auf gerader Linie stehen, kommt ihr auch auf der geraden Linie dahin. Die 2 Helfer können gerne schon mal kommen. Ich habe 2 Helfer in der Bahn. Das ist einmal Greta mit dem blonden Zopf und Tyra Langels, meine Auszubildende, mit dem schwarzen Schopf, die jetzt schrittweise aufbauen werden, damit wir sukzessive eins nach dem anderen hinzuholen. Und ihr achtet jetzt drauf, das macht ihr Gott sei Dank schon ganz automatisch, dass ihr am längstmöglichen Zügelschritt reitet, die Nickbewegung rauslasst, die Pferde sollen sich schön vorwärts, abwärts dehnen. Das wollen wir, dass sie fleißig im Takt. Und jetzt achten wir mal auf die Hände, was mir sehr gut gefällt, dass die Hände aufrecht stehen mit geschlossenen Fäusten. Die flache Wade ist am Pferd, die Hüfte geht schön in der Bewegung mit.
Und ihr achtet immer darauf, dass sie nach unten hin sich dehnen können. Lass mal gucken. Aha. Gut, der nächste. Sehr schön, klopf ihn mal. Ich glaube, ihr könnt das nächste ruhig schon. Oder wartet mal einmal kurz. Wir gucken mal, wie weit Lisa ist. Lisa, parier doch einmal durch zum Trab. Ich weiß, was wir machen. Wir machen die im Schritt zu Ende und Lisa steigt im Trab ein. Wenn ich die so sehe, lassen wir Lisa noch ein bisschen traben und ein bisschen galoppieren. Lisa, versuch jetzt im Trab auch schön immer an vorwärts, abwärts zu denken. Mit ganz tiefen Händen gleichmäßig führen, ruhiges Tempo. Die Hände etwas mehr zusammen, weil die Stute braucht ja Anlehnung. Die möchte sich gerne anlehnen. Das heißt, du musst mit der flachen Wade sie in die ruhige Hand hineintreiben. Und wenn du breit führst, das machen ja auch einige mit sehr breiter Zügelführung, dann sucht das junge Pferd, wo ist die Anlehnung und wird oft wackelig. Wenn der Zügel am Hals anliegt, dann hast du mehr die Chance, ihr Sicherheit zu geben. Nimm mal die Hände noch etwas mehr zusammen. So, da gehören die hin. Die müssen ganz ruhig am Widerriss stehen, dass das junge Pferd Sicherheit kriegt. Und ruhig traben. Und immer wenn sie sich jetzt abstrecken will, schiebst du sie ein bisschen vor, die Hand vor. Und sonst versuchst du mit Trab-Galopp-Übergängen so ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Haben wir schon vier? Sehr gut. Dann geht ihr über die vier. Und dann machen wir auch gleich nochmal einen Handwechsel von der anderen Hand. Im Sommer können wir gut rausgehen. Da kann man auch sagen, 10 Viertelstunde. Die Schrittphase, gehen wir erstmal eine Runde um die Rennbahn oder gehen eine Runde durchs Gelände, bevor wir auf den Platz kommen. Gerade im Winter ist das super. Ich glaube, etwas, oder guck mal einmal, mach, was der Nächste sagt. So, die haben einen gewaltigen Schritt. So, mach es etwas enger. Mach die ein klein wenig enger. Im Winter nutze ich gerne in der Halle die Schrittcavaletti, dass die Pferde immer wieder eine neue Situation haben, dass sie hinschauen müssen, selber ganz klar im Takt über die Cavaletti fußen müssen. So ist der Schritt schön fleißig. Luana, der sieht immer so aus, als wartet der auf ein Geräusch, um so loszulegen. Von daher ist das gut, dass du ruhig ein bisschen Verbindung hältst. Pia, wenn deiner gleich ganz entspannt ist, dann kannst du auch einmal mit hingegebenem Zügel ihn schreiten lassen. Gut so, lass ihn ruhig so gucken. Prima. Dann können Sie hingucken. Genau. Und jetzt macht es noch ein klein wenig weiter, dass es schön angepasst ist. Im Schritt versucht man immer, das an die jeweilige Schrittlänge des Pferdes anzupassen. Also wenn die so einen gewaltigen Schritt haben, wie diese beiden Vierjährigen, dann versucht man auch, Pia, wendest du noch einmal ab, dass ihr noch einmal kommt? Oder Luana, geh du doch mal eben vorweg. Dass wir versuchen, diesen großen, diesen richtig guten Schritt über die Cavaletti zu fördern, dass er so bleibt und dass sie groß schreiten müssen. Sehr gut, Pia, klopf ihm mal. Das ist am besten, die Pferde, die das kennen und die auch nicht in so einer Atmosphäre sind, ist es immer gut, wirklich am Anfang die Schnalle anzufassen und sagen, Schritt mit hingegebenen Zügel, die Pferde erstmal gucken und schreiten lassen. So, lass ihn mal gucken, prima. Weiter, oh, der strengt sich richtig an. Mach's ruhig nochmal. Wend mal gleich ab. Klasse. Wenn ein Schritt so gewaltig ist, wie bei den beiden, muss man schon so ein bisschen darauf achten, dass man später, vor allen Dingen, wenn man die Zügel aufnimmt, den Schritt erhält. Dann ist das manchmal mit dem versammelten Schritt gar nicht so einfach, weil man ja dann verkürzen muss und aufpassen muss, dass sie schön im Takt bleiben. Lass ihn mal gucken und schön fleißig rübergehen. So, prima. Ist noch ein bisschen weit. Mach das mal hinten ein bisschen enger. Er hat jetzt eine Lösung gefunden und sich überlegt, wie komme ich da raus? Am besten trabe ich an. Mach es doch mal etwas enger, das ist gut. Und für dich auch noch einmal, Leona. Luana, dass du uns und ruhig noch ein bisschen länger schreiten lässt, wenn du kannst, noch so ein bisschen mehr vorwärts, abwärts. Denk dran, dass du den Daumen um die Gerte legst, dass nicht der Daumen auf der Gerte ist. Dann ist nämlich sofort das Handgelenk fest und man muss ja immer mit dem Handgelenk schön nachgeben können. Bisschen treiben, Pia. Super. Zügel aufnehmen, antraben, alle beide, sehr gut. Super. Jetzt können wir anfangen. Ihr nehmt die Zügel wieder auf, trabt an, trabt leicht. Und jetzt wollen wir erstmal die beiden in Dehnungshaltung, schön vorwärts, abwärts, im frischen Arbeitstempo, immer das Arbeitstempo wählen. Und wir gucken mal kurz, was Lisa macht. Lisa, ich habe dir gerade einen Tipp gegeben. Und da achte ich jetzt drauf die nächste halbe Stunde. Wo müssen deine Hände sein? Wir müssen ganz tief sie führen und begleiten, ganz tief.
Und ihr nehmt bitte erstmal ein Cavaletti, eins noch weg, dass ich nur ein, oder nimmt das von außen weg, Entschuldigung, die in die Mitte, dass Lisa über ein Cavaletti trabt. Ich glaube nämlich, Lisa, sehen wir, ist ein Springpferd. Ich glaube, wenn wir zwei haben, wird sie in einem Satz darüber springen. Wir wollen aber, dass sie jetzt schön sich entspannt und im Takt schön vorwärts, abwärts darüber trabt. Lass sie mal gucken. Hände schön zusammen, Hände ganz schön tief. So, gucken lassen. Genau, du bist verantwortlich dafür, dass du gerade, geht mal alle auf die linke Hand, ist eine gute Idee, dass sie euch nicht entgegenkommt. Lisa, guck mal hin, dass du gerade vor, über und nach dem Cavaletti sie führst. Mit der Hand noch deutlich mehr am Widerrist. Noch mehr zusammen die Hände, tief die Hände, so. Die freut sich auf den Gehorsamsprung, den wir hinterher noch machen. Den führen wir nämlich ab heute wieder ein. Und dann kürzt du ein bisschen ab und versuchst so erstmal so lange über eins zu traben, bis sie ganz ruhig darüber trabt. Wenn sie sich ein bisschen anhebt, dann gibst du ganz weich, ganz weiche halbe Paraden und wartest. So, prima. Klopf sie mal. Immer wenn sie was gut macht, müssen wir sofort loben. Ich mache oft so, dass ich einfach die Hand davon sage, brav, einmal klopfen, dass das Pferd weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Alles, was ich richtig mache, sofort loben. Alles, was auf Anhieb nicht so klappt, ignorieren und abwarten, bis man den Moment hat, wo man schön loben kann. Super, ihr könnt das zweite schon dazu. Und dann, Pia und Luana, klingt ihr euch bitte ein und trabt auch schon mal über die beiden Cavaletti auf gerader Linie. Jetzt gucken wir uns mal so das Tempo an von den anderen Zweien. Pia, das ist gut so. Frischen Arbeitstrab, ohne zu eilen, dass ihr zum Treiben kommt. Luana schiebt die Hand ein bisschen vor. Prima. Und fleißig. Luana, versuch ruhig so ein bisschen fleißiger und aufpassen, wenn er den Hals fallen lässt, dass er die Nase vorkriegt. Der ist ja noch so ein bisschen aufgeregt, dass er sich nicht aufrollt. Und die Hand vorschieben. So. Und Lisa, trau dich, die Hand vorzuschieben über die Cavaletti. Da kann ja nichts passieren. Da kann sie nicht weglaufen. Hände wieder zusammen. Denk an deine Führung. Du musst ihr Sicherheit geben. Und da musst du ganz klar mit der tiefen Hand schön dranbleiben. Wenn die zwei jetzt gut klappen, nehmen wir danach das dritte. So, Pia, schieb mal schön die Hand vor. Sehr schön. Der sieht schon aus wie ein Professor. Das ist gut so. Dann haben wir einen, der... Ja, jetzt müssen wir noch einmal warten. Lisa, komm noch mal. Lisa, geh mal bitte einmal hinter Pia. Geh mal einmal dahinter. Lass sie mal genau ein, zwei Pferdelängen Abstand dahinter gehen. Bleib mal dran. Du musst nämlich ein bisschen fleißiger traben. Luana, ist gut, wenn du einmal Pause machst, dass wir einmal das jetzt erst zu Ende lösen. Bleib dran, Lisa. So, dass sie ganz die Ruhe sich so ein bisschen überträgt. Prima. Ruhe. Ja. So sind sie. Bleib da dran, bleib mal dahinter. Bleib mal noch mehr dahinter. Richtig so, bleib mal da ein, zwei Pferdelängen dahinter. Bleib mal so dahinter. Ruhe reinbringen, genau. Bleib mal, trab mal ein bisschen mehr vorwärts. Pia, wenn er da guckt, schön mit dem inneren Schenkel überall Schulter hereinartig vorbei, wenn die ein bisschen gucken. Pia, nicht fleißiger. Und Lisa, schön mit der tiefen Hand vor. Ruhig und gleichmäßig. So, warte. Sie möchte immer noch springen. Jetzt machen wir einmal Handwechsel. Macht einmal da oben einmal aus dem Zirkel Wechsel. Lisa, schön locker bleiben. Sie haben Zeit. Auch wenn wir vorher gesagt haben, wir freuen uns auf vier Gruppen. Die wird sich hier schon entspannen. Da glaube ich jetzt fest dran. Lass doch schön die Hand tief. Bleib schön dran. So, schön dranbleiben. Immer wieder weich werden. Immer wieder annehmen, bisschen nachtreiben, nachgeben. Immer dieses Wechselspiel, dass du sie versuchst, auf dich zu konzentrieren. So ist das Tempo gut, Pia. Schön. So. Ja, fast. Abwenden. Und jetzt bleibt ihr ein bisschen, kürzt ihr ein bisschen ab. Du bleibst dahinter, Lisa. Die braucht den ruhigen. Bleib schön dicht dran. So, Pia, du kürzt ein bisschen ab, dass wir ein bisschen Zeit sparen. Bleibst aber trotzdem gerade. Und Lisa immer wieder annehmen, nachgeben, nachtreiben. Herr Stecken würde jetzt sagen, deine halbe Parade muss interessanter sein als die Umgebung. Also wenn du es, super, loben, wenn du es jetzt schaffst, immer wieder bei ihr zu sein, bisschen in jeder Wendung, bisschen abwenden, nach innen wieder leicht werden.
und immer wieder ein bisschen parieren, ein bisschen mit dem Schenkel dran und noch mal ein bisschen parieren, dann wieder ein bisschen nach vorne. Einmal noch, dann nehmen wir den nächsten. Noch einmal. Jetzt müssen wir gucken, ob es Zufall war oder ob sie jetzt das Vertrauen hat. So schön, Pia. Gut, jetzt den nächsten. Pia, wir müssen dich einmal eintauschen gegen Luana. Sonst ist der gleich aufgelöst. Mach mal einmal kurz Schrittpause. Und Luana, nimmst du einmal Lisa mit? Lisa, geh noch einmal bitte hinter Luana her. Luana setzt sich, trabt an. Und wir bleiben noch mal auf der rechten Hand. Schön einstellen, noch mal ein bisschen parieren und noch mal immer wieder versuchen, bei ihr zu bleiben. Trab an, bleib direkt dahinter. So, und schön, du musst frisch traben, Lisa. Die ist zwar einerseits kernig, auf der anderen Seite hält sie sich fest. Also schön sehen, dass du ganz gleichmäßig und Luana etwas ruhiger. So, guck mal, prima, sehr gut. Und wieder ein bisschen nach innen stellen. Nimm ruhig das nächste. Wieder ein bisschen nach innen stellen. Jede Wendung versuchen, so ein bisschen annehmen, nachtreiben, wieder nachgeben. Immer wenn sie nach unten möchte, schiebst du die Hand vor. Du könntest jetzt schon mal einmal ein bisschen vorschieben. Und noch mal ein bisschen vorschieben. So, und jetzt schön das Tempo halten. Sehr gut, Luana. Ja, prima. Und jetzt etwas ruhiger. Macht es nicht weiter, wartet mal kurz. Etwas ruhiger, Luana. Einmal noch ein bisschen ruhiger und dann versucht Lisa es alleine. Jetzt fängt sie schon an zu äppeln und zeigt, oh, mir ist es immer noch nicht so ganz geheuer mit so vielen Leuten hier in der Halle. Ja. Nochmal ganz ruhig und gleichmäßig jetzt. Luana, schiebt mal die Hand schön vor. Der schnaubt schon, das ist super. Ruhig, so. Und jetzt macht ihr es ein bisschen weiter. Den letzten vor allen Dingen. Und jetzt, Luana, machst du kurz Pause. Und Lisa versucht jetzt, so, Hände zusammen, noch ruhiger die Hände zusammenlassen. Je mehr sie auf und ab geht, je unkonstanter in der Anlehnung, je ruhiger trabst du leicht, je ruhiger ist deine Hand, das überträgt sich. Schön locker weiteratmen, ganz ruhig ihr das zeigen. Super, guck mal. Ihr müsst es noch ein bisschen weitermachen. Und Lisa, versuch jetzt mal an der langen Seite so ein bisschen vorschieben. Bisschen vorschieben, so, noch ein bisschen länger, trau dich. So ein bisschen vor, guck mal, noch mehr, trau dich. So, sie schüttelt schon den Kopf, ich überlege es mir noch. Okay, dahin. Auch wenn sie nur kurz mal da unten ist. Und jetzt schön ruhig. Ruhig, super, guck mal, schön. Einmal Handwechsel, mach das letzte noch ein klein wenig weiter. Lisa, einmal Handwechsel. Mach mal einmal hier so eine Kehrtvolte oder aus dem Zirkel wechseln. Hände zusammen und jetzt schieb mal die Hand vor. Ein bisschen vor die innere Hand, klopf sie mal am Hals. Prima. Und noch mal ein bisschen nach innen stellen jetzt. Linker Schenkel, linker Zügel. Und dann kommst du einmal von links. Und dann gucken wir mal, ob wir es nicht schaffen, dass sie den Hals, ja, vorschieben. Genau, so. Und zusammen die Hand. So, guck mal, wie schön. Du bleibst in der Mitte, das ist deine Aufgabe. Ne? Wenn sie nach innen kommt, musst du mit dem äußeren Zügel schön führen. Und jetzt lass mal die Zügel länger. Noch ein bisschen länger. Ja, super, guck mal, klopf sie. Sehr schön, prima. So, jetzt könnt ihr wieder mitmachen, Pia, Luana, denn wir lösen ja nicht nur im Trab, sondern wichtig ist auch im Galopp. Ihr trabt jetzt nochmal an, trabt leicht und dann galoppieren wir die Pferde jetzt nochmal auf der linken Hand im leichten Sitz schön ab. Ich bin froh, dass wir unterschiedliche Sättel haben. Pia und Luana im Dressursattel, Lisa im Springsattel. Denn auch im Dressursattel kann man ja so ein bisschen sehr gut im leichten Sitz sich in den Bügel stellen und schön raus aus dem Sattel, dass man erstmal den Pferden den Rücken hergibt. Schön, dass du ihn klopfst, immer wenn er schnaubt. Denk dran, Luana, dass deine Gerte nach unten zeigt. Nimm die Gerte so in die Hand, dass die hinteren Schenkel zeigt und den Daumen bitte um die Gerte, damit dein Handgelenk schön locker ist. Wenn der Daumen, Luana, deinen Daumen nicht auf die Gerte, sondern um die Gerte legen, genau, damit das Handgelenk immer schön locker ist und man jederzeit annehmen, nachgeben kann. Dann geht ihr auch mal auf den Zirkel und ganze Bahn, immer auf Zirkel und ganze Bahn schön verteilen. Genau, Lisa, bleib ruhig mit den Händen zusammen. Denk dran, bis zum Schluss. Unterschenkel bleibt vorne, schön mit der flachen Wade immer am Pferd bleiben. Dann durchparieren zum Trab. Luana, das war richtig. Wenn der alleine durchpariert, galoppierst du wieder an, dass du immer diejenige bist, die den Übergang reitet. Alle nochmal durchparieren zum Trab. Lisa rauskauen lassen, noch mehr und noch mehr. Jeden zweiten, dritten Tritt kommt deine halbe Parade. Sehr schön, Pia, super.
Nicht eiliger, Luana. Einmal Handwechsel und wir galoppieren nochmal auf der anderen Hand. Einmal auf der anderen Hand nochmal galoppieren im leichten Sitz. Lisa, ganz gleichmäßig. Du musst jetzt vor allen Dingen dein Auf und Ab, dein Leichttraben, muss ganz rhythmisch sein, um immer diese Ruhe auch auszustrahlen, dass sie dadurch Sicherheit kriegt. Jetzt einmal ein bisschen annehmen. Wenn sie sich raushebt, nimmst du ein bisschen an, treibst nach, gibst wieder nach. Nochmal rechts angaloppieren. Dann nochmal eine lange, schön im leichten Sitz galoppieren, eine lange Seite. Nicht eiliger Lisa, geh nochmal auf den Zirkel. Wenn die an den langen Seiten zu flott wirst, wendest du nochmal ab auf den Zirkel. Und Pia, nächste lange Seite kannst du schon beim Rauskauen lassen, ein bisschen nach vorne galoppieren. Da schnaubt einer die ganze Zeit. Super. Oh, und da ist der Fotograf. Den muss er kennenlernen, wenn er der große Star auf dem Turnier werden will. Macht das gleich nochmal. Das kommt natürlich immer unverhofft. Gut. Luana, durchparieren zum Trab. Pia, geh da nochmal vorbei. Lisa, noch eine Runde, die hat Energie. Ich glaube, die möchte bis zur letzten Stunde bei uns bleiben. Das sieht jedenfalls gerade so aus. Gib ihr noch eine Runde. Pia, und jetzt reitest du so ein bisschen Schulter hereinartig hier auf den zweiten Hufschlag vorbei, dass er das kennenlernt, wenn das Klicken da ist. So, guck mal. Ist nicht schlimm. Da hat er sich auch was überlegt. Vielleicht kann ich auch mal einen kurzen Wechsel schon mal einbauen. Nochmal, das ist ja ein super Kennenlernen. Luana, lass du mal die Zügel schön aus der Hand kauen, bis zur Schnalle gerne. Nächste lange Seite, super. So ist der Takt gut, schön lebendiges Abfußen von hinten, das ist gut so. Pia, jetzt nochmal schön mit Innenstellung. Rechter Schenkel, Schulter hereinartig, immer an den Gefahrenquellen vorbei. Ja, guck mal, loben hat das auch schon gelernt. Und Trab, Zügel aus der Hand kauen lassen. Und jetzt, lass ruhig, fass jetzt mal die Schnalle an. Dann haben wir einmal zwischen Lösungsphase und Arbeitsphase. So, super. Das kann er schön gucken. Das ist jetzt auch seine Pause. Jetzt darf er die ganzen Leute einmal wahrnehmen. Vorher hat er sich, war er noch bei dir. Jetzt kann er ruhig so ein bisschen überall gucken. Pia, ruhig noch mal einmal bis zur Schnalle hier vorbei. Ein bisschen innen stellen. Nochmal, nochmal. Gut so. Schön. Und vom Widerrist aus muss der Hals fallen gelassen werden. Dann die Nase schön vor. Und so gleichmäßig. Ist da noch ein Fotograf? Lisa, was wollte dich? Oh, Lisa wartet schon auf den Sprung. Ich möchte aber erst springen, wenn wir es schaffen. Bleib mal hier auf dem Zirkel. Nochmal abwenden. So schön, ruhig und gleichmäßig. Pia, dann gleich einmal durchparieren zum Schritt. Das ist prima so, auch so gleichmäßig. Was mir gut gefällt ist, der hat einen ruhigen Schweif. Das ist immer ein Zeichen für die Losgelassenheit. Die Pferde haben alle ein schäumendes Maul. Und jetzt gehst du noch mal im Schritt bitte an den Fotografen vorbei. Zeig ihm mal. Geh mal hin. Einmal schnuppern lassen. Du kannst ihn mal einmal klopfen bitte, Herr Fotograf. So, genau. Und wo ist Lisa? Lisa, trab noch mal einmal an. Versuch's noch mal. Bleib mal auf dem Zirkel. Ruhiges Trabtempo. Der eine lernt den Fotografen kennen. Lisa versucht immer noch zum Schluss noch ein bisschen länger. So. Immer wieder, du musst jeden zweiten Tritt musst du wenden, nochmal parieren, sprich mit ihr, klopf sie, nach innen abwenden wollen. So, und immer wenn sie nur ein bisschen in die Richtung kommen, bist du schon froh. Auch wenn es jetzt nochmal so ein Nicken und so ein Schütteln ist. Eigentlich ist es super, dass wir so drei unterschiedliche Typen haben. Den einen fällt es leichter, die brauchen ein bisschen länger, aber du bleibst dran. Du versuchst ganz gleichmäßig, noch ein bisschen gleichmäßiger. Bleib mal mit der rechten, mit der flachen Wade schön dran. Nochmal abwenden. So. Und jetzt die Hand ein bisschen vorschieben und klopf sie mal. Ja, und noch ein bisschen. Und jetzt parierst du einmal durch zum Schritt und lass die Zügel mal länger. Einfach länger lassen. So, länger lassen und klopf sie mal ganz doll. So. Das ist für ihre Verhältnisse, Lisa, glaube ich, jetzt schon super. Sie braucht ein bisschen länger. Und trotzdem versuchst du jetzt am längstmöglichen Zügel ihr mal eine Runde zu gönnen, klopf sie schön. Sie kann jetzt auch gucken, sie soll jetzt auch gucken. So, gucke mal schön. Prima. Zwischen Lösungsphase und Arbeitsphase ist immer die kurze Schrittpause. Und das ist super, wenn die Pferde in der Schrittpause genau den Unterschied wissen. An dem längeren Zügel leicht traben, Lösungsphase im leichten Sitz galoppieren, Dehnungshaltung. Und jetzt kommt es drauf an, dass sie in der Arbeitsphase
wenn ihr jetzt die Zügel wieder aufnimmt, von Anfang an schön in Selbsthaltung vor.